Der versucht die ganze Zeit so eine bequeme Position zu finden. Ich glaube, jetzt hat er eine gefunden. Wir sind jetzt an Cape Palliser. Wie ihr sehen könnt, ist da oben ein ziemlich cooler Leuchtturm. Ist tatsächlich einer der schönsten bis jetzt, die wir hier gesehen haben im Auslandsjahr. Und ihr seht die Treppen. Das wird eine Freude, sage ich euch. Nicht. Nee. Leute, ich weiß gar nicht, für was das hier ist. Ich kann mir vorstellen, wenn das geht ja runter, dass das irgendwie mal so eine Seilbahn war, mit dem dann der Leuchtturmwächter immer hier hochgekommen ist zur Arbeit. Weil ich habe unten gelesen, stand ein Schild, erst 1986 wurde das hier voll automatisiert. Bedeutet, davor saß fast 100 Jahre lang immer jemand drin. Ich weiß noch nicht, ob ich es gesagt habe, aber jedes Auto hier in Neuseeland hat einfach Spinnweben an den Spiegeln. Wir haben am Anfang so gedacht, als wir das Auto abgeholt haben, so, yo, so ist ein Mietwagen, können die wenigstens mal sauber machen, aber das ist einfach immer und überall dran und hier leben überall Spinnen in den Spiegeln und ich weiß nicht warum, weil bei uns ist es ja auch nicht so. So, Vanessa und ich sehen es bei den Pinnacles. Hier wurde unter anderem Herr der Ringe Teil gedreht und zwar, ich weiß gerade gar nicht, welcher Teil ist das, ich glaube der zweite. Ist ja auch egal, auf jeden Fall ist es da, wo sie die Toten, sag ich mal, besuchen und die denen dann quasi helfen, Sauron halt komplett zu zerstören. Ich glaube, das ist dann sogar der dritte Teil. Da gehen wir jetzt auf jeden Fall hin. Das ist ein richtig abenteuerlicher Weg hier. Ist auch gar nicht so leicht zu finden. Abenteuerisch, Vanessa schlägt sich tapfer. Komm ins Baby. Schon sehen könnt, beziehungsweise wie ihr gerade auch an der Drohnenaufnahme sehen konntet. Ich guck mal, ob ich schaffe, vielleicht den Filmausschnitt von Herr der Ringe einzublenden. Auf jeden Fall wurde es genau hier gedreht und der Weg hierhin ist echt richtig anstrengend und steinig und schwer. Habe ich doch schon. Naja, es geht dann noch weiterhin. Dementsprechend haben die wahrscheinlich damals komplett alles hier mit dem Helikopter hergekarrt. Long ago, the men of the mountain swore an oath. Braucht noch jemand einen Tannenbaum? Da oben können wir noch einen holen. Ist zwar preisgünstig, ich weiß aber nicht warum. Ja.
geil. Der versucht die ganze Zeit so eine bequeme Position zu finden. Ich glaube, jetzt hat er eine gefunden. Ich lasse dich jetzt auch mal in Ruhe. Tschüss.